Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde der Flugzeugsimulationskunst. Wir befinden uns heute wieder in X-Plane 12 und wieder am Flughafen Paderborn. Und wir schauen uns heute mal die DC-3 V2 von Leading Edge Simulations an. Ist erhältlich auf X-Aviation und ist für mich natürlich ein Premium-Modell. Ich war sehr neugierig auf dieses Modell. Ja, und ich habe mir gedacht, ich gönne es mir mal. Es werden natürlich 50 Euro hier fällig bei diesem Modell, aber diese 50 Euro sind wirklich sehr gut investiert. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wenn er das Geld übrig hat und auf solche Flugzeuge, sage ich jetzt mal, steht. Ist auf jeden Fall dann ein hoher Spaßfaktor. Ist nicht leicht zu fliegen, sage ich gleich. Wir probieren es heute erstmal nur mal, wir schauen uns das Gerät mal kurz an. Aber es ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken, aber macht natürlich sehr viel Spaß. Und natürlich wieder ein Soundpaket an Bord, was alles wieder in die Ecke stellt, was top ist, was nichts offen lässt. Und da bin ich wirklich begeistert. Ist mein erstes Flugzeug von Leading Edge Simulations. Ja, schauen wir es uns einfach mal an. Was kann ich euch noch erzählen? Ist, glaube ich, so dem Jahrgang 1940 rumgeflogen. Ne? Hier haben wir die Maschine. Hier in einer schönen Olympic Livery. Es sind ein paar Liveries an Bord. Ne? Also da habt ihr einiges dabei. Sehr schönes. Ich glaube auch eine Militär-Livery. Und wie gesagt, da ist alles rundum bestens versorgt. So, schauen wir uns das Flugzeug mal an. Ja, eine zweimotorige Maschine und ich weiß nicht, was ich euch jetzt hier sagen soll. Ihr seht es selbst mit euren eigenen Augen. Das ist ein Modell, was wirklich keine Wünsche offen lässt. Also sehr gut texturiert, sehr gut modelliert. Ich finde eigentlich keine großen Schnitzer. Was heißt große Schnitzer? Ich habe keine Schnitzer gefunden. Vielleicht gibt es unter euch Profis, die sagen, okay, das und das passt nicht ganz. Das mag natürlich sein. Aber für mich als Hobbybruchpilot ist das ein 1A-Modell. So, ne, wenn wir uns jetzt auch mal hier, schaut euch die Propeller an. Wir müssten hier zwei Triebwerke haben. Ich möchte euch jetzt nicht anlügen, aber es müssten zwei 12-Zylinder-Sternmotoren sein mit jeweils pro Motor 1200 PS. Also wir kommen auf 2400 PS. Die Motoren hier, die scheppern natürlich so richtig und das finde ich halt so geil und das ist auch soundtechnisch richtig gut umgesetzt. Ne? Hier muss ich halt sagen, okay, hier, das gehört für mich natürlich alles ein bisschen verschmutzt. Hier muss es ja eigentlich ein bisschen was rausgescheppert haben, sodass es am Flugzeug kleben bleibt. Es sei denn, es kommt gerade aus der Waschstraße, okay, oder ist gerade aufbereitet worden. Aber schaut euch das an, ne? Also es ist wirklich 1A, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das Flugzeug vorher noch nie irgendwie mal geflogen in irgendeinen Flugsimulator und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, das muss ich mir mal anschauen. Ich weiß gar nicht, was für eine Livery das ist. Olympic Airways. Ah, okay, okay, Olympic Airways. Sehr schön, ne? Also 1940er Jahre, ich weiß nicht, wie lange sie geflogen sind, aber schaut euch mal hier die Texturierung und die Spiegelung, wie die Sonne sich hier drinne spiegelt in den Tragflächen hier auf dem Lack, das ist, sieht echt hammermäßig aus. Hammermäßig. Wahnsinn, Wahnsinn. Jo, das ist die Maschine, ne? Also alles sehr gut auf einem sehr hohen Level. Ich meine, klar, wir reden hier über 50 Euro, ne? Aber das ist die Maschine in meinen Augen auch wert. Wie gesagt, derjenige, der da drauf steht, das Geld übrig hat, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann es auf jeden Fall, wenn ihr auf so DC-3s steht, die auf jeden Fall empfehlen. Es gibt, glaube ich, noch eine andere. Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Hersteller, aber das hier ist in meinen Augen das etwas bessere Modell, muss ich wirklich sagen. Gut, auch hier, ne? Schaut euch das an, wie scharf. Pratt & Whitney. Pratt & Whitney Sternmotoren aus der damaligen Zeit. Ja, da musste noch richtig gearbeitet werden, ne? Die Maschine zu steuern, zu starten, zu pflegen, das war halt noch richtig Arbeit, ne? Also gut, heute ist es natürlich auch Arbeit, alles viel computergestützt auch, die Systeme im Flugzeug, aber hier war halt alles noch, ne? Wir haben die Piloten noch geschwitzt, wenn es stressig wurde, gehe ich mal von aus. Aber ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Gut, schauen wir mal rein. Ich war jetzt lange nicht mehr unterwegs im Flugsimulator, ob ich das alles noch hinbekomme mit den Tasten auch und so. Ich hatte jetzt eine längere Pause. Ja, das ist die Maschine von innen. Es gibt zwei Varianten. Die Variante, die ihr hier seht, ist die Variante mit der moderneren Avionik, ne? Und es gibt noch eine, die halt richtig oldschool ist. Die können wir uns gerne auch nochmal anschauen. Die ist natürlich dann noch ein bisschen schwieriger zu bedienen. Das hier erleichtert natürlich alles ein wenig, ne? Tja, das ist die Maschine von innen. Wie gesagt, Fenster gehen auf und zu. Genau das gleiche gibt es da drüben. Und durch und durch finde ich das hier sehr gut texturiert. Das Cockpit ist wirklich top geworden, ne? Hier, also wenn wir da mal schauen, alles sehr scharf. Ich musste das Wetter mal ein bisschen anpassen hier, weil laut reales Wetter heute hier in Paderborn soll es regnen. Aber ich finde, das passt jetzt nicht so gut, weil das sehen wir alles nicht so schön und haben wir es ein bisschen entspannter so. Ne? Also auch wenn wir uns mal hier anschauen, die Scheibenwischer hier, ne? Auch hier diese Label dran und diese Embleme, das sieht alles wirklich fantastisch gut gemacht. Ja, auch die Scheibenwischer hier müssten mit Hydraulikflüssigkeit funktionieren. In manch anderen Geräten ist das ja anders. Wenn man zum Beispiel jetzt mal die älteren Loks hernehmen, nicht die moderneren, die älteren, da ist das natürlich auch teilweise mit Druckluft gesteuert worden, ne? Die Scheibenwischer, aber hier läuft das, glaube ich, so wie ich es erkennen kann, über Hydraulik. Und dann haben wir hier auch gleich den Hydraulik-Flüssigkeitsfüllzustand, ne? Habe ich das richtig gesagt? Genau. Und das sollte natürlich immer, also angedeutet durch diese rote Flüssigkeit oder rote Anzeige, und das sollte natürlich auch immer überprüft werden, ne? Also da brauchen wir auf jeden Fall einiges drin. So, was haben wir denn hier? Douglas Aircraft Company, Santa Monica. Das ist in Kalifornien. Santa Monica, Kalifornien, okay. Hergestellt. Ah, sehr schön, also sehr schöne Details, ne? Wir haben hier viele Hebel. Ich kenne auch noch nicht alles. Es gibt viele Hebel, wo man ziehen, drücken, schalten kann. Das ist echt der Wahnsinn. Gut. Das Flugzeug von innen. Hier oben haben wir natürlich auch noch ein bisschen was, ne? Hier haben wir so ein bisschen unser Schalter für die Beleuchtung, für die Batterie, für den Inverter, für die Spannungsumwandler und unsere Magnetos hier und hier rechts dann die Tafel zum Starten der Motoren, was auch nicht immer so funktioniert bei mir. Ne? Ja, schauen wir mal hier rüber. Ja, hier in der Mitte haben wir natürlich die Steuerung, ne? Unser Thrust Lever, unser Gemischregler, unsere Propellerregler. Hier vorne die Hebel, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es hängt noch damit zusammen. Hier kann man noch mal eine Ölkühlung dazu schalten. Wenn das einer von euch weiß, rein in die Kommentare. Zur weiteren Kühlung sind dann diese zwei Schalter da, die unsere Kühlklappen der Motoren öffnen bzw. schließen können. Ja, und das ist so die Maschine von innen. Hier haben wir ein bisschen moderne Avionik drin. Das ist natürlich schön, dass es ist sehr, sehr schön, dass es hier zwei Varianten gibt. Das finde ich sehr gut, weil doch die alten Varianten, wo wirklich noch klassisch navigiert werden muss, das muss man halt auch können, ne? Also da muss man dann schon ein bisschen wissen, was man tut. Das ist dann nicht so einfach. Auch die alte Variante hat einen Autopilot, auch ganz nostalgisch, also ganz klasse. Aber der ist natürlich auch schwieriger zu handeln als ich drücke hier ein paar Knöpfchen und gut ist. Ne? Wir haben ja hier, genau, hier haben wir einen moderneren Autopilot drin. Ne? Ja, gut, da will ich mal sehen, ob ich das heute noch alles so zusammenkriege. Hier unten haben wir die Steuerung für die Fahrwerke. Hier haben wir einen Umschalter, das hängt auch mit der Hydraulik zusammen. Und wir können gleich mal schauen. Das sind die Flaps-Regler, ne? Also Flaps up, Flaps down. Genau, also irgendwie hier muss. Das ist, glaube ich, das fürs Fahrwerk zuständig hier. Genau. Und hier unten haben wir noch, wie schon angedeutet, hier unten haben wir noch ein bisschen die Einstellung für den Autopilot, ne? Also schön klassisch alt. Und hier der Hebel ist auch sehr wichtig für das Sperren hinten des kleinen Rädchens am Heck, dass wir dann ein bisschen mit zum Lenken brauchen. So, schauen wir mal hier durch, schnell. Hier haben wir eine Schlafkabine. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Okay, dass man hier zwei Betten drin hat.
Ich meine, das ist doch kein Langstreckenflugzeug, aber okay. Ja, und dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ja, hier im Cockpit ist es natürlich dann, nicht im Cockpit, sage ich, in der Kabine, finde ich, geht es auch mit der Texturierung. Ne? Also ist ganz annehmlich. Und was ich dazu sagen muss, ne? Immer wieder anspreche, die Balance zwischen Performance und scharfen Texturierung ist halt auch hier gut getroffen. Ne? Es ist halt ein bisschen hier und da ein bisschen was eingespart, aber dadurch läuft das Flugzeug halt sehr flüssig. Also von den FPS her soll jeder da keine Probleme kriegen. Ne? Und wenn wir hier ranschauen, ist es auch sehr scharf. Ja, das ist der Innenraum des Flugzeuges. Olympic Airways. Ja, halt so, wie es früher in so einer DC-3 aussah. Alles so möglich. Ich habe mir dazu wirklich noch keine Videos mal weiter angeschaut. Aber ist natürlich sehr interessant, ne, diese alten Flugzeuge. Ne, und ich denke mal, so drinnen war es auch nicht so ruhig, auch in der Kabine hier nicht. Weil ich glaube, die zwei Motoren, die scharren uns ganz schön um die Ohren immer. Das ist halt noch richtig Fliegerromantik. Genau wie es die Eisenbahnromantik gibt, gibt es ja halt die Fliegerromantik. So, Personal und hier denke ich mal, haben wir noch die Toilette und hier haben wir natürlich dann noch die Türen, die wir dann öffnen können. Genau, Treppe. Richtig. Irgendwie müssen wir es dann auch wieder zukriegen, ne? Und hier können wir dann uns von außen, da müssen wir mal draußen schauen hier. So, fliegen wir einmal ums Flugzeug drumherum. Ach, da ist die Treppe komplett mit rausgekommen. Ah, schön, schön, schön. Ne? So klappt das doch. Ne? Da liegt dann so eine Treppe dran und da hinten geht es dann auch schon rein. Sehr, sehr schön. Gut. Dann muss ich mal schauen. Wir haben hier auch ein Settings-Window. Ne? Da schauen wir mal kurz rein. Hier habt ihr auch die vorhandenen Liveries nochmal. Ne? Genau, das sind die vorhandenen Liveries noch. Olympic Airways haben wir. So, und was haben wir hier noch? Maintenance. Hier könnt ihr die Maschinenwartung sehen. Hier könnt ihr eure Maschine warten. Hier könnt ihr das Öl wechseln. Hier könnt ihr die Zündkerzen wechseln. Ne? Hier sieht man noch, wie lange man noch hat bis zur nächsten Frist, ne? Bis zur nächsten Inspektion. Hydraulikflüssigkeit, das sieht alles noch im Gelben. Also man kann dann wirklich sagen, hier kommen Ölquantity. Na, hier ist schon ein bisschen gelb, aber meine Maschinen sind noch gesund. Das reicht hier auch alles noch. Man kann sagen, man möchte die Batterie noch mal laden. Das ist dann auch alles. Man kann auch eine komplette Inspektion hier anweisen. Aber das sollte für den Start heute noch alles so, sieht das in Ordnung aus. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir einstellen können. Ach, alles Mögliche, Enable Random Failures. Hier würde ich euch wirklich mal empfehlen. Das ging mir so. Ich habe einfach irgendwann mal die Triebwerke einfach nicht zum Starten bekommen. Ich bin verzweifelt. Ich habe alles richtig gemacht, war ich der Meinung. Und bin zum Schluss, was immer zuletzt noch einfällt, draufgekommen. Man schaut einfach mal, ob man Enable Random Failures eingestellt hat, weil da ist wirklich dann der Teufel im Detail. Dann ist halt irgendwas defekt und ihr bekommt die Maschine einfach nicht an. Keine Ahnung. Also. Ihr verzweifelt, ihr startet den Simulator neu, ihr probiert und ach, alles Mögliche und habt dann hier gesehen, dass das Häkchen drin ist. Das habe ich natürlich dann ausgesetzt, weil das ist dann halt wirklich, ne, wenn du da eine halbe Stunde probierst, die Motoren zu starten und es funktioniert einfach nicht, hast du auch keinen Bock mehr dann. Set Shocks, Connect Ground Power, das können wir dann natürlich noch machen. Was haben wir noch? Der Panel State des Flugzeugs, ne, also hier Golden Dark, so haben wir es natürlich heute gestartet. So, Cargo, Passengers, Cargo könnt ihr hier auch noch einstellen, wie viele Passagiere an Bord sein sollen, könnt ihr hier einstellen, ne? Oder Gepäck könnt ihr noch einstellen und das Fuel Loading könnt ihr einstellen. Für uns schickt das hier mal dicke nur zum Abheben, ne? Hier könnt ihr das alles noch einstellen, die Tanks, ne? Was ihr mitnehmen möchtet und oder benötigt und hier habt ihr noch eure Checklisten, ne? Die könnt ihr dann alle durchklicken. Gut, jetzt müssen wir mal schauen. Was mir fehlt, ist eine Option, dass ich die Türen alle zubekomme. Aber ich werde doch nicht nochmal, jetzt macht mich nicht schwach, dass ich jetzt nochmal nach da hinten gehen muss. Ich muss mir mal Tasten belegen hier, dass ich hier schneller nach hinten komme, dass ich die Tür schließen kann. Muss es eigentlich irgendeine Funktion geben? Da schauen wir jetzt nochmal kurz, ob wir das irgendwie hinbekommen.
Ja, das tut mir jetzt leid, Leute hier. Wir müssen hier nochmal so langsam durchlaufen, dass das nicht schneller geht. Ja, und sonst finde ich, ist das hier alles gut gemacht. Je nachdem, was ihr für eine Livery wählt, habt ihr natürlich dann auch die Innenausstattung hier dementsprechend angepasst, so wie es halt damals wahrscheinlich auch aussah, ne? Das ist schon sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. So, so groß ist das Flugzeug ja nicht. Wir sollten gleich hinten angekommen sein. Kann man denn hier eigentlich die Lichter ein- und ausschalten? Ja, wahrscheinlich, wenn dann Strom auf der... Dann sollte das auch gehen. So, habe ich hier irgendwo... Nee, ja, die Klickpunkte sind manchmal sehr gemein. So, Tür ist zu, aber jetzt gehen wir mal auf den schnellen Weg wieder ins Cockpit. So, Tür ist geschlossen. Ach bitte, fahr weg, LKW, ich brauche dich nicht. Also diese Autos, ne? Da brauche ich erstmal einen Schluck Kaffee. Vor allen Dingen fahren mir die Autos auch ständig durchs Flugzeug durch. Ja, mach's gut, Kollege. Der Sprit reicht uns heute für den Start, das bisschen die Tropfen, die wir drin haben. Gut, Leute, bevor ich es vergesse, wir schauen uns hier noch an. Ihr habt noch hier ein System Window. Da könnt ihr euch nochmal die Systeme anschauen. Elektrisches System oder das Hydraulische, auch sehr interessant für euch, die Elektriker oder die, was weiß ich, Schlosser, die sich das alles mal anschauen, die das auch verstehen. Hier gibt es natürlich noch Hebel, die man umlegen kann. Ne? Hier zum Beispiel dieser Hydraulic Pump Selector Lever, das ist genau der hier. Da kann man hier noch umstellen und sieht, welche Systeme hier noch wie versorgt werden. Ne? Ja, da kann man sich das halt im Detail nochmal anschauen. Fragt mich jetzt nicht alles. Es wird auf jeden Fall mit Hydraulik gesteuert. Ja, und ich schätze mal, das System ist ja auch zweifach abgesichert, mindestens. Es funktioniert halt auch der Autopilot anscheinend mit Hydraulik, ne, dass man das alles ein bisschen steuern kann. Sehr, sehr interessant. Landing Gear, ne, ist klar. Hier die Scheibenwischer, wie ich es eben angesprochen hatte, ne, auch mit Hydraulik versorgt, ne, also nicht Druckluft oder sowas. Ist ja klar, das ist meistens bei den alten Loks, was heißt bei den alten Loks oder bei den Rangierloks, die jetzt auch noch so rumfahren, hat man das auch, dass das viel mit Druckluft, die haben ja auch einen Druckluftkompressor an Bord. Gut, aber Schluss jetzt mit Quatschen. Wir versuchen die Maschine hier zu starten. Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Wie gesagt, ich war jetzt länger draußen. Das konnte ich jetzt nicht hochmachen, ne? Fangen wir mal ganz entspannt an. Battery on. Batterie ist an. Dann hätte ich gern... nein, das war jetzt falsch. Das wollte ich noch nicht. Wir brauchen hier hinten die... Anti-Collision Light kommt an. Und No Smoking mache ich schon an. Ich möchte nicht, dass in meinem Flugzeug geraucht wird. Dank eines Kanalabonnenten, weil ich es gerade sehe hier, kam jetzt mal die Aufklärung, dass man eigentlich bei warmem Wetter, wenn man auch nicht so hoch fliegt, gehe ich jetzt mal von aus, nicht unbedingt gleich die Pitot-Heat anstellen muss. Die werden angeblich schon so warm oder aufgewärmt, dass man sich sogar dann die Finger verbrennen kann. Also habe ich jetzt so noch nicht gehört. Wahrscheinlich stellte man die dann erst in einer etwas höheren Höhe oder zu anderen Jahreszeiten ein. Ne, also möglich, ich habe mich da noch nicht weiter belesen, aber dieser Kollege, der kennt sich da, wie es aussieht, sehr gut aus und der Tipp kam von ihm, dass man nicht gleich Pitot-Heat anschalten muss. Also vielen Dank nochmal dafür, da könnten wir es heute eigentlich mal auslassen. Ne? Probieren wir es einfach mal, wenn nichts passiert. Das sind ja diese Stauröhrchen und ich habe gedacht, die müssen halt immer beheizt werden, ne? Egal ob ich jetzt nur eine Runde drehe oder nicht. Aber anscheinend haben die auch eine hohe Eigenwärmeentwicklung. Ne? Gut, okay. Anti-Collision Light ist on. Jetzt gehen wir weiter durch. Natürlich schauen wir vorher, ob alles aus ist. Ne? Das haben wir getestet. Ich sehe gerade, gut, dass wir nochmal alles testen. Ich muss nämlich noch meinen Joystick anschließen. Sonst tut sich hier gar nichts. Sonst haben wir nämlich keine hier Thrust Lever. Die haben wir jetzt. Ne? Also alles idle. Propeller können wir hier schon mal auf Full Forward lassen. Genau. Das passt soweit. Wir gehen weiter durch. Ich schalte mir gleich die Magnetos dazu. Link und rechte Triebwerk. Der Sicherheitsschalter kommt auf On. Das ist dann zum Starten. Hier muss erstmal nichts gemacht werden. Okay. Gut.
Also, das wird spannend. Das wird spannend. Das wird ein Spaß. Sprit. Gehen wir hier mal linke Triebwerk auf Left Main. Rechte Triebwerk auf Right Main Tank. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist. Ob man den gleichen Tank wählen muss. Macht aber in meinen Augen gar keinen Sinn, weil ich kann doch hier mit dem rechten Triebwerk aus dem Right Main. Ist das der Right Main? Ja, das ist der Right Main. Dann wird es doch normalerweise gleichzeitig schön leer gezogen, ne? Oder täusche ich mich da? Gut, Fenster mal ein bisschen auf. Und jetzt habe ich noch gesehen, man soll hier unten haben wir die Feuerlöscheinrichtung der Flugzeuge. Wir starten zuerst das rechte Triebwerk. Und da kommt der Feuerlöscher oder die Löscheinrichtung aufs rechte Triebwerk konzentriert. Wahrscheinlich, falls irgendwas schief läuft, dass man gleich löschen kann. Ich weiß es nicht. Gut. Wie war das jetzt? Wir geben ein bisschen Gas. Ein bisschen. Wir starten das rechte Triebwerk. Batterie war an. Und jetzt muss ich mal schauen. Right Engine Start. Und dann kam der Right Engine Primer dazu. Aha, Entschuldigung. Starter Safety auf On. So, und jetzt Sprit dazu. Aber der Versuch ist schon mal fehlgeschlagen. Triebwerk steht wieder. Okay, also das Ganze nochmal. Right Engine. So, und wie wir hören können, die rechte Maschine läuft. Schaut euch das an. Rechte Maschine blubbert einwandfrei. Spitze. Also, das hat schon mal geklappt. Ich hoffe, es passt so mit der Soundeinstellung jetzt. Rechte Maschine ist stabil. Das gleiche machen wir jetzt noch. Wir können schon mal den rechten Generator dazu schalten. Right Generator on. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch die linke Maschine. So, Left Engine. Sprit dazu. Aber, nee, Left Engine ist immer noch auf Null. Wenn ihr euch fragt, warum ich das von der rechten Seite aus mache, da kommt man besser an die Hebel hier, ne? Das ist von der Seite aus besser. So, hat nicht funktioniert. Left Engine Primer. Aber jetzt sollte der Motor scheppern. Ne? Und jetzt sehen wir, beide Triebwerke laufen. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Wir lassen sie mit 1000 Umdrehungen warm laufen. Ne, jetzt gehen aber schon die Lampen an. Ich weiß es nicht, ist das jetzt Strom oder ist das Hydraulikdruck, der ein bisschen runter geht dann? So, lassen wir jetzt die Motoren ein bisschen warm laufen. Da können sie erstmal in Ruhe warm scheppern und wir beenden die ganze Sache jetzt mal hier drin. Und zwar, linke Generator kommt an, die Spannungsumwandler kommen an, P2-Heat brauchen wir erstmal noch nicht, Navigationslichter jetzt auch noch nicht, Seat Designs kommen schon mal an. Und ich glaube, so fürs Erste, ich glaube, der Safety-Schalter kann wieder aus. The Feathering Button fails to pop out, pull out manually. Okay, ich weiß nicht genau, ob der jetzt aus muss. Ich lasse mal an, wenn das einer von euch weiß. Ich muss mir natürlich auch nochmal die Beschreibung genauer durchlesen. Ihr habt übrigens eine schöne Online-Beschreibung dabei. So, Generatoren laufen. Wir lassen sie mit 1000 Umdrehungen die Motoren warm laufen. Das hatte ich gesagt. Was haben wir denn? Na, wir haben 1000 Umdrehungen, ne? Hier sind unsere Umdrehungen, das passt soweit. Hier habt ihr übrigens noch euren, das ist euer Tankschalter, ne? Der Füllzustand der Tanks. Da könnt ihr dann hier umschalten, ne? Also richtig schön, nostalgisch, geil. Einfach geil gemacht.
könnt ihr euch dann die Füllzustände anzeigen lassen. Den habe ich nämlich am Anfang hier mal verzweifelt gesucht und nicht gefunden. Keine Chance. So, wir brauchen noch unsere Avionik und der ist hier oben. Master Switch on. Und bis das hochläuft, müssen wir natürlich mal rausschauen. Schaut euch das an, wie die Motoren scheppern. Brachial, brachial. Das scheppert links und rechts. Geil, 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 geil. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich dreh durch, ich dreh durch. So, hier rechts haben wir jetzt die Öffnung, also die Schalter zum Öffnen der Kühlklappen. Ich weiß noch nicht, man könnte ja theoretisch die Motoren erstmal ein bisschen warm laufen lassen und macht dann die Kühlklappen auf. Aber wie ich mich kenne, vergesse ich das. Dann machen wir die Kühlklappen auf und das können wir uns draußen mal anschauen. Das war der Schalter. Wir müssen theoretisch jetzt die Kühlklappen aufgehen. Ah, hier sind sie aufgegangen. Aber rechte Maschine nicht. Ne, also hier seht ihr, die Kühlklappen sind dann offen. Ich muss noch mal schauen, was ist denn hier? Da stimmt was nicht. Ah, Moment mal. Jetzt noch mal. Ah, das sieht gut aus, genau. Jetzt sind beide Seiten offen, ne? Richtig, richtig, richtig. Sehr schön. Gut, das Fenster können wir schon mal schließen. Dass es nicht zu laut wird, auch für euch, dass ich nicht immer so laut schreien muss. Choke nehmen wir mal weg. Wir machen jetzt mal das Übliche. Das schalten wir jetzt mal dazu. Autopilot ist an. Stellen wir mal, ja keine Ahnung, 7000 Fuß so hoch fliegen wir heute nicht. Hier, das kennt ihr, ne? Da könnt ihr dann eure Flugpläne einstellen. Er fliegt auch dann im NAV-Modus die Route ab, das Flugzeug. Das macht es auf jeden Fall. Aber das brauchen wir jetzt heute nicht unbedingt. Wir wollen ja nur mal abheben. Was haben wir hier drüben noch? Ich weiß nicht, was ich jetzt bei der Maschine einstellen muss. Da müsst ihr mir helfen. Ich fliege ja auch nicht so hoch. Ob das dann unter VFR-Flug gilt, also dass ich jetzt zum Beispiel sagen muss, oder ist das nur bei Kleinflugzeugen, ne? Dass man hier sagt 7000? Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, bin ich mir nicht sicher. Ist auf Standby, das passt erstmal so, das ist auch alles an. Was habe ich noch vergessen? Der Q&H muss stimmen, wir schauen mal kurz heute, Paderborn. Na gut, ich habe das Wetter ja ein bisschen beeinflusst heute. Normalerweise schüttet es gerade hier, wie aus Eimern. Details. Und er liegt bei 2992. 2992. So ungefähr müsste passen, ne? Runway Heading, sage ich jetzt mal, starten wir mal von der 24 hinten. Würde ich jetzt mal... 24, genau. Genau. Nee, Moment, das war ja falsch. Ich brauche den Button hier. Aber ist egal, ich brauche den Heading-Button. Auf 24, Runway 24. Gibt's doch nicht. Paar Wochen nicht geflogen, schon alles verlernt hier. Gut. Ich würde mir nochmal das WRB einstellen. Wir gehen mal hier raus. Auf NAV 1 lege ich mir mal hier WRB. Auf NAV 1 einstellen, genau. Und hier unten haben wir es jetzt schon. Das zeigt er mir an. Genau. So, dann würde ich sagen, jetzt muss ich mich konzentrieren. Hier vorne könnt ihr noch die Scheibenwischer anschalten.
Ne? Je weiter ja das Rad aufdreht, desto mehr Hydraulikflüssigkeit fließt dann wahrscheinlich durch und der Scheibenwischer bleibt auch so stehen, ne, wie man. Geil, geil, geil. Also ich liebe es, ich liebe es. Sehr nice. Gut, wir schauen hier nochmal kurz durch. Das haben wir alles an. Landelicht brauche ich nicht. Pitot-Heat brauche ich auch noch nicht. Wahrscheinlich erst oben dann Kabinenlicht. Cabin Lights können wir anmachen. Die Navigationslichter machen wir an. Sieht das haben wir alles an. Hier drüben sind wir auch safe. Hier ist noch Anti-Eis-Funktion, ne? Windschild, die Eisen so, aber es ist eigentlich warm. Das brauchen wir jetzt für die kurze Strecke nicht zum Starten. Könnt ihr dann alles noch zuschalten, wenn ihr es benötigt. Habe ich irgendwas vergessen? Ach, hier haben wir es natürlich jetzt vergessen, ne? Das hätte dann beim Starten der linken Maschine auf Left gemusst, ne? Gut, okay. Das wieder in die Mitte, Klappe schließen. Hallo? Ah, ja, gut. So. Das kann alles so stehen bleiben, gehe ich von aus. Ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Nichts kaputt machen. Dann schauen wir noch mal kurz hier. Also, Triebwerke laufen warm. Hier habt ihr die Zylindertemperaturen. Die sind natürlich noch kalt oder kühl. Öltemperatur. Ne? Ihr seht da hier, die steigt langsam. Ich gehe mal von aus, man kann eigentlich auch getrost die Kühlerklappen ein bisschen zulassen, dass die Motoren auch ein bisschen schneller warm laufen. Ne? Das sollte eigentlich auch funktionieren. So, jetzt ein bisschen konzentrieren. Wir testen als nächstes unsere Flight Controls, aber ich würde gerne auch mal die Flaps testen. Ne, es könnt ihr auch mit den Schalter hier machen, ne? Ich mache das jetzt mal mit der Tastenfunktion. So, da gehen wir mal kurz raus und schauen mal. Ne? Flaps und dann Flaps ab. Funktioniert alles einwandfrei. Zum Starten, wenn ihr eine lange Start- und Landebahn habt, wie jetzt hier in Paderborn, braucht ihr zum Starten auf gar keinen Fall Flaps. Versucht auf jeden Fall ohne Flaps zu starten. Bei der Maschine ist es nämlich schwierig zu starten. Die Maschine neigt dazu, sehr schnell abzuheben. Also ihr müsst echt die Nase nach unten drücken ein bisschen. Und wenn ihr zu früh abhebt, die Maschine hebt zwar ab, aber hat in der Regel sofort einen Strömungsabriss und schmiert euch dann zur Seite weg. Da könnt ihr gar nichts mehr machen. Ne? Also das ist echt schwierig, schwierig, schwierig. Deswegen gehe ich von aus, dass man hier sagt, dass man die Trimmung ein bisschen auf Nose Down stellt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da habe ich es dann vielleicht etwas entspannter. So, ich würde sagen, das lassen wir jetzt noch mager. Wir testen unsere Flight Controls, dazu gehen wir noch mal raus. Ne, Moment mal jetzt. So ist es richtig, genau. So, wir testen unsere Flight Controls. Also, hoch. Runter, links, rechts, Ruder links, Ruder rechts, funktioniert alles einwandfrei, alles, es hakt nichts, ne? Und hier habt ihr das kleine Rad hier hinten, und das müssen wir gleich, glaube ich, erstmal entsperren. Ich würde sagen, wir können zur Startlandebahn scheppern. Genau. Jetzt muss ich nur mal überlegen. Wo war die Parking Brake? Die Parking Brake. Parking Brake ist hier. Das ist die Parking Brake. Aber die müssen wir noch kurz ziehen. Und wenn ihr jetzt mal hier runter schaut, habt ihr hier diesen Entsperrhebel für Tailwheel. Das Tailwheel, ne? Es ist jetzt unlocked, ne? Also es ist entsperrt und sollte uns jetzt ein bisschen das lenken. Müsst ihr mit den Rudder Pedals halt arbeiten, ne? Gut. Ordentlich hinsetzen, einen Schluck Kaffee genießen. Jetzt lassen wir die 1940er Jahre ein bisschen aufleben hier. Parking Brake gelöst.
Und der Sound ist wirklich der Hammer, ne? Es ist wahnsinnig schön zu hören. So, dann muss ich mal sehen, ob ich jetzt hier schön richtig einlenken kann. Ist nicht so einfach. Man muss das Tailwheel nämlich auf gerader Strecke, sollte man es auch wieder sperren. Am besten, ihr legt euch da einen Tastaturbefehl auf das Tailwheel. Das habe ich auch noch nicht gemacht, weil ich kann es jetzt im Moment nicht sperren, weil da müsste ich jetzt erst wieder da runter kriechen und so. Deswegen braucht man da eigentlich eine Tastatur, blablabla, eine Taste dafür. So ist es ein bisschen schwieriger mit dem Steuern, ne? So, jetzt mal ein bisschen Stoff geben hier. Schaut euch das an, brachial. Brachial. Wahnsinn. Das ist auch eine wahnsinnig gute Grafik. So, hier seht ihr schon, ne? Hier habe ich jetzt Probleme. Deswegen sperrt dann das Tailwheel. Dann habt ihr da so keine Probleme. So, scheppern wir mal runter. Bleibe ich aber mal im Cockpit. Ist, glaube ich, besser. zum Steuern auf jeden Fall. Ich hoffe, dass mir der Start jetzt gelingt. Es wäre sehr schade. Das ist echt ein Kunststück. Und ihr müsst zum Starten, das ist wichtig jetzt, ne? Auch für mich, zum Starten das Tailwheel wieder verschließen, also locken. Ne, sonst endet es auch in der Katastrophe. So, dann sind wir auch schon gleich da. Gott, sieht das gut aus. Geil. Das ist die Hölle. Es ist die Hölle. Das Ding scheppert sich ein zurecht, das ist Wahnsinn. Naja gut, 2400 PS, die hier scheppern, ne? Oh, jetzt muss ich aufpassen hier. So, vorsichtig bremsen, vorsichtig. So, gut, das schon mal geschafft. Schweiß läuft schon. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir die Maschine mal startfähig hier. Also Flaps, wie gesagt, um Gottes Willen braucht ihr nicht, wenn ihr eine lange Start-Landebahn habt. Jetzt gehen wir auf Auto Ridge mit der Mischeinstellung, Gemischregelung. Propeller sind auf Full Forward, das passt. Kühlklappen sind auf. Fenster hier habe ich zu.
Wir schalten unsere Lichter dazu. Das wäre dann Electric Panel Lights, das brauchen wir nicht. Landing Lights on, Landing Lights. Wing Light brauchen wir nicht, glaube ich. Genau. Der Rest müsste so laufen. Pitot Heat wurde mir gesagt, brauche ich auch noch nicht so früh. Gut. Dann sind wir eigentlich startklar, ne? Also könnten wir jetzt unsere Magnetos testen. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen mit der Drehzahl hoch. So, brauchen wir unseren Magnetschalter dazu? Wie habe ich denn das immer gemacht? Ja, so kann ich es leider nicht anders machen. Linke Maschine. Drehzahl droppt. Linke Maschine. Linker Zündkreis. Drehzahl droppt. Wieder auf Bose. Das gleiche rechts. Das passt. Linke Zündkreis, rechte Maschine droppt auch. Und wieder auf Bose. Das passt. Jetzt gucken wir mal, ob unsere Propellerverstellung funktioniert. Ja, das passt auch. Sehr schön. Sieht gut aus. Und wenn wir schauen, unsere Temperaturen, naja, so langsam geht es voran, ne? So langsam. Öltemperatur ist jetzt schon im grünen Bereich, das passt soweit. Ölkühlung ist safe. Da würde ich sagen, können wir es eigentlich probieren. Trimmung haben wir ein bisschen auf Nose Down. Jetzt scheppern wir mal auf die Start-Landebahn. Und dann versuche ich, sperre ich noch das Tailwheel. Und da können wir uns gleich nochmal den Sound anhören, ne? Sehr geil. Also das ist wieder ein bombastischer Sound, ne? Also wird immer besser. Wird immer besser und immer schöner. So, müssen wir sehen, ob wir hier einigermaßen gerade kommen. Das war schon ein bisschen zu stark gebremst. So. Parking Brake nochmal gesetzt. Und jetzt gehen wir hier runter und sperren erstmal unser Tailwheel. So, das ist jetzt auf Lock. Genau. So hätte ich das gern. Sehr geil. Hört euch diesen Sound an. Ich habe euch nicht zu viel versprochen, Leute. Erzählt mir nichts. Hammermäßig geil. So, geht denn das jetzt wieder weg hier? Nose down. Mal sehen, ob das jetzt wieder verschwindet. Ich schalte das mal weg zum Start. Das könnt ihr, wenn ihr das nicht wegbekommt. Ich glaube, das ging aber noch hier oben. Settings. Show Trim Pop-ups. Genau, jetzt ist es weg. So, das heißt, wir können starten. Also wir können es versuchen zu starten. Dann probiere ich das einfach mal. So, Bremse.
So, Drehzahl mal langsam hochjagen hier. Und dann versuchen wir einfach mal zu starten jetzt. Das ist das, was ich meine. Es ist sau schwer. Leute, es tut mir leid. Es war kein guter Start, aber ihr habt es gemerkt, ne? Nicht zu früh abheben. So, Gears up. Positive Time Gear up. Wir passen die Trimmung an. Grundgütiger. Also ihr habt gesehen, was ich meine. Ne? Ihr dürft auch nicht zu viel Nose Down machen, sonst habt ihr schlagt ihr dann unten auf. Also es ist verdammt schwer. Drehzahl ein bisschen zurück. Trimmung ein bisschen anpassen. So habe ich sie jetzt beruhigt, die Maschine. Gott sei Dank. Aber ihr seht, ne, wie man schnell man abdriftet. Also ihr dürft nicht zu früh abheben, um Gottes Willen. Das geht alles sowas von schief. So, Gears sind ab. Drehzahl ein wenig zurück. Ach, schön. Schön, 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 schön. Wie gesagt, die Starts hier muss man echt noch üben. Ne? Also verzeiht mir das. Da müssen Tipps von Profis her jetzt. Ja, doch ein bisschen bewölkt noch hier. So, jetzt fliegen wir erstmal Richtung VOR WRB. Das haben wir uns ja unten eingestellt, ne? Und dann nehme ich gleich den das Heading dazu und dann können wir auch mit den Autopiloten fliegen. Und dann kommt die Drehzahl auf jeden Fall etwas zurück. Können wir noch ein bisschen Gas zurücknehmen. Aber wir müssen aus dem gelben Bereich raus mit der RPM. Das gefällt mir nicht mehr. So, jetzt sind wir aus dem gelben Bereich schon mal raus mit der RPM. Sollte so passen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt machen wir Richtung WRB. Wir trimmen mal kurz das Flugzeug aus. Wie gesagt, wenn ihr die Flaps nicht braucht, lasst die Finger davon. Wenn die Start-Landebahn dann genug ist, dass ihr Geschwindigkeit habt. So, Heading. Genau, Heading haben wir uns jetzt mal eingedreht und jetzt hätte ich gerne Heading. Wir mal sehen, ob das funktioniert, aber es sieht gut aus. Bisschen Trimmung. Ach nein, geht nicht. Der Autopilot springt raus dann. Fangen wir die Höhe erstmal ein, genau. Sieht schön aus, ja. So bleiben wir auch ein bisschen unter den Wolken, ne? Sehr gut. Als kleiner Tipp von mir. Wenn ihr den Autopilot einschaltet, es reicht nicht kurz drauf zu drücken. Haltet den Autopilot-Knopf gedrückt und der Autopilot springt nach ein paar Sekunden an. Da bin ich nämlich am Anfang auch verzweifelt. Das habe ich dann in Foren gelesen, dass man den Autopilot gedrückt halten muss eine kurze Zeit lang. So, und wieso drückt es mich jetzt nach unten?
weil ich zu schnell werde. Also, Geschwindigkeit anpassen. Da können wir auch noch ein bisschen mit der Drehzahl zurückgehen hier. So sieht das doch gut aus, ne? Ja, Geschwindigkeit sinkt leicht wieder. Wir waren etwas zu schnell. Gut. Landelicht aus, Landelicht aus. Wir können ja dann auch noch ein bisschen steigen, das geht auch. Aber das Erste, was wir jetzt machen, nämlich das. Also ist euch dieser geile Sound aufgefallen, ne? Und wie schwerbeibig das Flugzeug dort lang fliegt. So, jetzt brauchen wir mal ein bisschen die Scheibenwischer hier. Wahnsinnig geil, wahnsinnig geil. Ja, haben ein bisschen Regen. Oh, Entschuldigung, wir müssen natürlich jetzt. Wir wollten ja Richtung WRB fliegen. Bisschen korrigieren. Ah, es hat schon wieder aufgehört mit Regnen. Ich finde das geil mit den Scheibenwischern. Die muss man wirklich so lange leicht geregelt halten, bis sie wieder in der gewünschten Position stehen bleiben. Das ist nice gemacht. Sehr, sehr schön. Ist das geil. Also ihr habt gesehen, keine Wünsche bleiben offen. Keine Wünsche bleiben offen. Wir schauen mal, was unsere Temperaturen machen. Ne, also Zylinderkopf kommt mir eigentlich ein bisschen kühl vor. Wahrscheinlich könnte man die Kühlklappen jetzt etwas schließen, weil man sieht das auch. Ne, hier bin ich zu Hause, ne, Öl passt. Und hier, wie gesagt, kann man noch irgendwas zur Ölkühlung dazu schalten, habe ich mal gelesen. Ne, oh, das kommt auch noch an. Ne, und hier, wie gesagt, schau dich das an. Das sieht so geil aus. Schön scharf texturiert. Zieht sich eigentlich durchs ganze Cockpit, ne? Durchs ganze Flugzeug. Hydraulikflüssigkeit, na, die ist jetzt ein bisschen im Umlauf, ist klar, ne? Deswegen wird der Füllstand wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Ich hoffe nicht, dass wir Flüssigkeit verlieren. Das wäre schlecht. Aber was mir bei dem Flugzeug auch gut gefällt, ihr habt gesehen, dass wir aus den Auspuffen, ne? Die Abgase, da scheppert richtig was raus, auch sichtbar. Und das finde ich halt auch sehr gut, ne? Das hat man bei den wenigsten Flugzeugen, hat man das. Ja, Autopilot habe ich euch gezeigt, könnt ihr ganz einfach handeln. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, Vertical Speed, wir steigen noch ein bisschen, ne? Könnte man jetzt sagen. Wir können dann auch, wie gesagt, eine Route abfliegen, die ihr hier einprogrammiert habt. Das funktioniert alles problemlos. So, ja Leute, ich hoffe. So, für den Ersteindruck, dass ihr es mal gesehen habt. Ich freue mich noch auf weitere Flüge mit der Maschine. Ihr könnt natürlich auch alles per Hand steuern. Auch mit dem Fahrwerk hier. Ne? Das könnt ihr, das muss, glaube ich, dann auch noch gesichert werden. Könnt ihr alles per Hand steuern. Ne? Also, wie gesagt, Spaßfaktor hier auf jeden Fall da. Das Flugzeug erhält von
meiner Seite aus für mich persönlich 10 von 10 Punkten, weil für mich hier einfach alles passt. Vom Sound, Texturierung, Flugspaß, von der Realität, von der Simulierung und vor allem, dass es noch zwei Varianten gibt, nämlich noch die ganz alte Navigationsvariante. Und ich finde, auf jeden Fall ist da der Preis gerechtfertigt. So, und ich sehe, das wird jetzt ein bisschen wenig mit der Geschwindigkeit. Fangen wir uns die Höhe mal wieder ein, dass ich auf meinen letzten Worten nicht noch abstürze hier mit euch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, so für den Eiseindruck hat es euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da oder einen Kommentar. Wie gesagt, auch Kritik bin ich immer zu haben. Ich bin kritikfähig. Habt ihr sicherlich heute auch gemerkt, dass ich nicht Rudder Left, Rudder Right gesagt habe. Das war auch ein Wunsch eines Kanalabonnenten, der gesagt hat, okay, wenn man ein Video auf Deutsch macht, sollte man auch Deutsch sprechen. Kann ich gerne auch so machen, obwohl ich es wirklich jetzt nicht so schlimm finde, wenn man sagt Rudder Left, Rudder Right, weil meist gesprochen ist ja von mir auch Deutsch und dass dann sowas mal rausrutscht, das passiert einfach. Das ist ja nicht mal bewusst. Ja, gut, Leute, also heute komplett in Deutsch, habe ich gehofft. Danke, dass ihr immer dabei seid und ich wünsche euch allzeit viel Spaß beim Fliegen. Euer 2XL Gaming. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.